Jo, sag mal, was ist das jetzt nochmal mit dem Angebot gewesen? Naja, da gibt es dieses Angebot, wo man ein T-Shirt und eine Autogrammkarte dazu geschenkt bekommt unter shop.arizu.de. Gut, macht die Taube. Ah, das scheint echt ein interessantes Angebot zu sein. Ich glaube, ich muss mal unter shop.arizu.de vorbeischauen und mir dort die kostenlose Autogrammkarte besorgen. Aber wir müssen aufpassen. Oh mein Gott, hey! Hey, was war das denn? Hilfe! Das ist, ey, das ist jemand, den wir verfolgen müssen. Das ist ein Gauner. Und damit willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge BeamNG. Oh mein Gott, wir müssen jetzt hier erstmal loslegen. Ich mach schon mal die Sirene an, Leute. Es sieht so aus, als ob wir hier jemanden verfolgen müssen. Und das, meine werten Damen und Herren, ist auch der neue Spielmodus, den wir hier heute ausprobieren werden. Wir müssen ausprobieren, die Leute, die uns hier rammen, beziehungsweise diese Schädlinge, beziehungsweise diese Häftlinge, müssen wir versuchen zu schnappen. Aber unser Polizeiauto ist aus 1900 irgendwas und wir versuchen hier gerade ein 2020er Modell hinzufangen und das wird ganz schön schwierig, sage ich euch. Okay, wir versuchen mal unser Bestes und das ist tatsächlich ein cooler neuer Spielmodus, wo wir versuchen müssen, die Gauner zu fangen. Ich mache jetzt mal kurz die Sirene aus. Wir gucken mal, ob der Gauner hier irgendwo in der Nähe ist. Er ist ja irgendwo hier reingefahren. Vielleicht ist er, hat mir ja das Glück und er ist irgendwo gegen einen Baum oder sowas gecrashed. Wir können leider nicht allzu schnell fahren, aber wir haben den Gauner erst gefangen, wenn wir ihn 3 Sekunden lang berühren. Das heißt also, wir brauchen ein wenig Zeit, um ihn nur zu finden. Ist er das da hinten? Nee, das ist nur ein Container. Aber wo ist der? Wo ist der hin? Warte mal, ich guck mal mit der Kamera, ob ich hier vielleicht irgendwo mit der Kamera an sich arcade behavior. Ich suche jetzt gerade einfach nur, wo man theoretischerweise diesen Typen finden kann. Weil ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, wo der hingefahren ist. Ich glaube, wir haben unseren ersten Gauner einfach jetzt gerade verloren. Oh nein, ich habe meine Sirene abgemacht. Der ist einfach komplett außer Reichweite gefahren. Oh mein Gott, wir haben jetzt einfach schon den ersten Gauner einfach verloren. Oh mein Gott. Okay, dieses Polizeiauto hat es wirklich nicht gebracht. Wir schauen mal, wo der andere ist. Oh mein Gott, der fährt einfach hier an der Seite irgendwo entlang. Okay, wir lassen den Typen hier einfach mal weiterfahren. Vielleicht finden wir ihn nochmal. Er scheint schon einen Schaden zu haben. Wir müssen aber dementsprechend unser Polizeiauto mal wechseln und können dann theoretischerweise schon mal ein neues Rennen starten. Ich nehme jetzt einfach mal hier so einen kleinen BMW, sage ich jetzt einfach mal. Ich glaube, davon gibt es sogar eine deutsche Version. Warte mal, wir schauen mal, ob es davon eine deutsche Version gibt. Polizia. Wir könnten noch so eine italienische Version spielen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Okay, dann lass eine italienische Polizia spielen. Okay, dann können wir mal gucken, ob wir vielleicht mit dem hier ein bisschen besser ankommen, weil der scheint nämlich ein bisschen schneller unterwegs zu sein. Denn ich denke, damit dürfen wir auf jeden Fall ein bisschen schlauer sein. Okay, dann lass auch mal nochmal kurz was Neues probieren. Und zwar, lass nochmal ein paar andere Farben nochmal hier rausbringen. Einen grünen haben wir ja schon rausgebracht. Das heißt also, wir spawnen jetzt auch nochmal einen roten. Ja, dann spawnen wir nochmal zusätzlich, was spawnen wir noch? Ich glaube, einen blauen von den Gaunern. Okay, da haben wir mehrere Gauner, die wir jagen können. Und wir spawnen am besten nochmal, komm, damit wir ein paar mehr haben, spawnen wir nochmal einen lilanen, okay? Dann haben wir von allen möglichen Farben einen grün, lila, blau, alles mögliche. Den hier muss ich vielleicht nochmal ein bisschen irgendwo anders hinhängen, so, sonst kann er nicht so gut fahren. Blau und lila sind irgendwie ganz schön nah beieinander, aber der hier fährt übrigens auch noch irgendwo herum, den müssen wir auch noch finden, ne? Okay, und dann würde ich jetzt erstmal sagen, ich gebe den Gaunern wieder ein paar Sekunden Vorsprung. Da müssen wir jetzt mindestens einmal davon fangen, deswegen 3, 2, 1. Okay, Leute, ihr wolltet es so. Alt, Polizia! Alt heißt, glaube ich, auf Italienisch Halt. Okay, so, der eine hat den anderen, glaube ich, gerade komplett weggerammt. Das heißt also, wir haben hier den ersten, ne? Und wir müssen ihn 3 Sekunden lang tackeln. 1, 2. Oh nein, der fährt weg. Okay. Okay, du kleiner Wicht, du. So, okay, der fährt jetzt wieder weg. Oh nein, wir sind da jetzt hängen geblieben. Oh nein, wir driften die ganze Zeit im Dreck. Oh Gott, obwohl dieses Polizeiauto so gut aussieht, können wir den Typen nicht mal einholen. Okay, diesmal hole ich ihn. Okay, einfach nur 3 Sekunden lang tackeln. Die Straßen hier sind katastrophal. Wir brauchen hier eigentlich einen Jeep und keinen Supersportwagen. Wo ist der denn jetzt hin, dieser schwarze... Nee, das war ein blauer, ne? Oh Gott, so. Oh mein Gott, da ist einer. Okay, 3, 2,
1. Gefangen! Okay, den roten haben wir jetzt natürlich gefangen. Der kam uns gerade wie die Arme gesprungen. Wenn wir einen gefangen haben, können wir hier ins Menü gehen. Und dann gehen wir hier auf Remove Current. Damit haben wir den entfernt. Der hier ist noch am Fahren. Und da sind wir. Wir müssen uns kurz wieder reparieren. Aber das ist kein Problem. Wir können jetzt den nächsten wieder fangen. Und ich würde sogar sagen, statt jetzt die ganze Zeit dasselbe Auto zu benutzen, können wir uns vielleicht sogar das holen, was wir sowieso haben wollten. Und zwar einen coolen Jeep, okay? Und zwar einen richtigen Polizei-Jeep. Davon gibt es nämlich auch ein paar Versionen. Da können wir uns hier vielleicht so einen hier holen. Police, okay? Dann können wir den nehmen. Ich glaube nämlich, der ist vielleicht hier etwas besser. Und wir haben hier natürlich, ich glaube, auch eine Sirene, oder? Ja, die Sirene scheint nur ein bisschen kaputt zu sein, aber ist nicht schlimm. Die schwebt so ein bisschen in der Mitte herum. Okay, okay, das heißt, wir gehen jetzt wieder weiter auf Spurensuche. So groß ist die Karte hier nicht. Sprich, oh mein Gott, da habe ich wieder einen gesehen. Da ist der Blaue. Okay, der Blaue, den kriegen wir. Wir haben den Jeep. Denkt dran, wir sind im Vorteil. Wir müssen ihn einholen. Da oben ist er hingefahren. Wir sind also, wir müssen hier einfach nur den Berg hochfahren. Und dahinter dürfte er eigentlich sein. Oh nein, mein Bildschirm ist ausgegangen. Nein, bitte nicht jetzt, Bildschirm. Nein. Okay, ich bin wieder da, Leute. Okay, 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 okay. Okay, let's go. Wo ist er denn hin? Nein, bitte sag nicht, dass ich ihn komplett... Warte mal, es gibt hier ein paar Spuren. Wir müssen nach den Spuren fahren. Ich glaube, ich muss die Spuren einfach ein bisschen identifizieren. Dann finden wir den schon. Schaut mal, hier auf dem Boden, ne? Da sind schon welche lang... Oh mein Gott, da ist er. Okay, er scheint hier in den Graben reingefahren zu sein. Wir springen rüber. Oh mein Gott, da ist er. Er versucht zu fliehen, aber er scheint jegliche Fluchtversuche nicht machen zu können. Das heißt, 3, 2, 1, gecatcht! Okay, damit haben wir jetzt auch den Blauen. Okay, das heißt also der Blaue, alle hopp, einmal remove. So, der Grüne scheint seine Probleme ebenfalls zu haben, ne? Der Blaue, der Lilane hier auch irgendwo. Okay, wo sind die? Ich muss die jetzt nur noch finden, dann haben wir es eigentlich. Eigentlich brauchen wir so ein kleines Navigationssystem, aber irgendwo hier im Sand dürfte einer hängen geblieben sein. So, schauen wir mal weiter. Wo könnte da vielleicht noch einer sein? Im Sand. Oh, guck mal, wer da ist. Hei, hei, hei. Welcher Gauner hat sich denn hier in einem kleinen... Hier, erstmal hier mit... Oh, schaut sich den mal an. Guck mal, ich glaube, wir können sogar aussteigen. Warte mal. Kann ich nicht irgendwie sogar aussteigen? Ja, kann ich. Schaut euch den mal an. Hey, du kleiner Sandexperte. Hör mal hier auf. Sie sind gefangen. Oh Gott, okay. Ich würde mal sagen, das reicht hier. Okay, ich würde sagen, das war's für dich. Du bist ebenfalls gefangen, Kumpel. Und wir hätten dann dich ebenfalls schon mal. Der Lilane scheint ebenfalls Probleme zu haben und ist irgendwo am See. Da müssen wir auch nochmal gucken, ob wir den vielleicht finden können. Wir können vielleicht sogar alle Fahrzeuge nochmal neu starten. Dann können wir die nochmal neu fangen. Dann haben die nochmal alle, glaube ich, jetzt... Okay, ich glaube, die dürften... Ah, nee, jetzt habe ich tatsächlich... Der hängt, der bleibt einfach immer hängen. Okay, warte mal, dann suchen wir den nochmal neu. Ich habe den jetzt sozusagen freigemacht und der dürfte jetzt, glaube ich, wegfahren. Okay, alles klar. Dann lass den nochmal versuchen zu fangen. Das ist dann der letzte. Der letzte, den wir fangen müssen jetzt noch, der Lila, ne? Den habe ich jetzt freigeschaufelt. Das heißt also, der dürfte irgendwo, dürfte er uns jetzt demnächst in die Arme laufen. Aber wo genau, weiß ich nicht. Die Karte ist nicht allzu groß. Das heißt also, so weit entfernt kann er nicht sein. Ich aktiviere schon mal meine kleine Lampe. Und ich muss sagen, mit dem Jeep hier herumzufahren, ist deutlich besser als mit so einem kleinen Sportwagen, ne? Deswegen, wir schauen einfach mal weiter, wo wir ihn finden können. Und ich glaube, da haben wir unseren Kumpel gefunden. Ah, ja, ja. Du hast dich aber ganz schön lange versteckt. Viel zu lange. Deswegen habe ich vielleicht eine andere Idee. Übrigens, 3, 2, 1 und gefangen. So, dann können wir den jetzt theoretischerweise jetzt auch wieder removen. Ne? Und dann hätten wir jetzt nur noch diesen Jeep. Und ich würde sogar sagen, jetzt können wir vielleicht nochmal was Witziges ausprobieren. Und zwar eine reine Jeep-Folge. Okay, das heißt also, wir werden jetzt eine Verfolgungsjagd nur mit Jeeps machen. Ne? Und schauen, was passiert. Denn Jeeps sind ja eigentlich dafür bekannt, dass sie dann nicht so schnell kaputt gehen. Das heißt also, die fahren dann länger und gehen dann nicht so schnell kaputt. Also probieren wir es mal aus. Wow, so ein, oh mein Gott, so ein Crawler hier, okay? So ein richtig krassen, oh mein Gott, den werden wir niemals einholen. Okay, das sind dementsprechend alle Ibishu-Hopper, die jetzt hier zur Verfügung stehen. Und wir spielen den Polizisten, aber ich möchte gerne auch ein anderes Polizeifahrzeug haben. Also wechseln wir hier ebenfalls ein bisschen ab. Dann holen wir uns hier einen Ibishu-Hopper und zwar aber eine Special Polizei Edition, ne? Und zwar nehmen wir einfach mal eigentlich ist der, den wir schon haben, schon sehr polizeimäßig. Okay, dann werden wir einfach die State Patrol oder die Polizia, die italienische Version, okay? Italiener haben doch auch Lamborghini und sowas gebaut, deswegen der wird auch schnell sein. Guck mal, der hat sogar zwei Sirenen. Oh,
Junge. Okay, dann würde ich mal sagen, auf die Plätze, fertig und los. 3, 2, 1. Der Grüne kommt nochmal weg, aber die Pink, komm schon. Haut doch jetzt endlich ab. Was machen die denn? Oh mein Gott, die sind alle nicht richtig abgehauen. Okay, jetzt hauen sie alle ab. Wieso 3 Trottel? Wieso 3 Trottel? Okay, ich gebe ihnen nochmal ein bisschen Zeit. Und jetzt werde ich sie aber verfolgen. Oh mein Gott. Okay, da ist der Grüne. Den Grünen habe ich. Einmal tackeln und stehen bleiben. 3, 2, 1. Okay, den Grünen haben wir. Das heißt also, wir können hier den Grünen schon mal rausschmeißen. Das heißt, remove current. Jetzt gehen wir wieder auf unser Polizeifahrzeug. Einmal kurz neu machen. Das heißt, einmal zack. Und neu geladen. Okay, let's go. Jetzt holen wir die nächsten. Es sind noch 3 offen. Den Grünen haben wir gefangen. Oh Gott. Okay, ein paar von denen sind eigentlich dort aufs Deck gefahren, gell? Eigentlich muss ich dahin fahren, bevor ich diesen... Oh mein Gott, da ist der Gelbe. Da ist der Gelbe gerade gewesen. Okay, ich muss den Gelben verfolgen, ne? Dieser Crawler... Oh Gott, der war gerade eben da. Ich habe ihn gerade eben ganz kurz gesehen. Guck mal, da hinten fährt er, da hinten fährt er. Okay, jetzt bloß nicht gegen einen Mast oder sowas fahren. Verfolgungsjagd aktivieren. Okay, let's go, let's go, let's go. Da hinten ist er. Und ich glaube... Oh, er ist an den Dead End gekommen. Stopp! Ich muss ihn berühren, ich muss ihn berühren. Oh mein Gott. Er kann noch fahren, er kann noch fahren. Ich auch. Oh mein Gott, mein Auto ist so kaputt. Stopp, bleiben Sie stehen. Hier ist die Polizei. Oh mein Gott, ich kriege ihn nicht mehr. Mein Polizeifahrzeug ist kaputt. Aber er ist auch sehr kaputt. Okay, wir müssen reloaden, ne? Damit wir nochmal kurz... Oh mein Gott, okay. So, einmal hier. Komm schon, dreh dich, dreh dich. Fahr, fahr, fahr. Okay. Wo ist der jetzt? Da hinten ist er. Wir dürfen ihn nicht aus dem Weg... aus den Dings lassen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aus den Augen lassen. Okay. Alles entspannt, alles entspannt. So, wir fahren auf ihn zu. Er kann, glaube ich, nicht mehr fahren. Er kann schon fast nicht mehr fahren. Alles guti, alles guti. So, jetzt müssen wir ihn nur noch zum Stehen bleiben. Oh mein Gott, der fährt einfach immer weiter weg. Bleiben Sie stehen. 3, 2, 1. Tackle. Guti, mein Freund. Das bedeutet für dich jetzt erstmal hier Remove Current. So, okay, die anderen 2, da kann ich mir schon vorstellen, wo die sind. Die sind auch am Deck. Und zwar dort, wo sie am Anfang auch hingefahren sind. Die müssen wir jetzt nämlich auch holen und auch noch tackeln. Und einer ist noch auf der Flucht, und zwar der Blaue. Ich glaube, der Grüne, beziehungsweise, war es der Lilane gerade? Ich weiß es gar nicht. Aber einer von den beiden, oh nein, bitte nicht dagegen fahren. Einer von denen ist noch weiterhin auf der Flucht. Der andere ist gegen eine Wand gefahren, habe ich gerade gesehen. Und die sind nämlich da raus aufs Wasser gefahren, glaube ich. Und finden jetzt dort wahrscheinlich ihr Versteck. Ja, ich glaube, wir haben den Pinken gefunden. Ne? Er hat, glaube ich, seine Verfolgungsjagd genau hier beendet. Und zwar direkt neben diesem schönen, naja, wie soll ich sagen, neben diesem schönen Container. Werter pinker Herr, es tut mir leid, aber ich muss ihre Verfolgungsjagd hier leider beenden, ne? Indem ich sie langsam... Ach, guck mal, er versucht sogar immer noch zu fliehen. Oh mein Gott. Ich versuche jetzt ihre Verfolgungsjagd hier zu beenden. Sie sind festgenommen im Namen des Gesetzes. Und im Namen des Gesetzes haben sie das Recht zu schweigen, ne? So. Oh mein Gott, er versucht immer noch dran anzukämpfen, ne? So. Ah, ah. Nee, 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 das lasse ich nicht mehr machen. So. Du kleiner, 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 kleiner Freund. So, okay, ich werde dir jetzt einen Hosenzieher geben. So, warte mal. Alter, der kämpft ja richtig. Der kämpft ja richtig. So, du gehst jetzt hier ins Wasser, mein Freund. So, tschüssi. Okay. So, jetzt gehen wir mal den nächsten abholen. Im Namen des Gesetzes. Was hat der da hinten gemacht? Ich glaube, der hat ebenfalls die falsche Route genommen. Mal gucken, wo der gelandet ist. Der scheint genau dasselbe Problem zu haben wie der Pinke. Das bedeutet also, der ist ebenfalls im Namen des Gesetzes verhaftet. Okay? Und im Namen des Gesetzes wird man am Lätzchen genommen und dann einfach ins Wasser geschmissen. Tschüss. Okay, und damit hätten wir es auf jeden Fall. Damit wären wir hier unter Wasser, da unter Wasser. Der siegt sogar gerade. Okay, und damit wären wir der beste Polizist der Stadt. Meine werten Damen und Herren, vergesst auf jeden Fall nicht, unter shop.arizoo.de vorbeizuschauen. Und damit ist die Folge auch beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute, und ciao.